Heute geht es zu einem Lost Place, auf den ich mich in diesem Jahr vermutlich am meisten gefreut habe. Es ist die Landschaft und die Abgeschiedenheit, die diesen Ort so besonders macht. Man sieht es den Häusern auf den zweiten Blick erst an, dass sie verlassen sind. Der Wald, der früher die Siedlung umringte, ist in der Zwischenzeit ebenfalls verschwunden. Man fragt sich, wo sind die Bewohner geblieben? Warum stehen all diese Häuser leer? Antworten gibt es in diesem Video. Los geht's! Hallo zu einem neuen Video. Wir sind heute in einem angeblichen Geisterdorf. Mal schauen, was uns erwartet. Und direkt am Anfang ist dieses Gebäude zu finden. Das soll wohl ein ehemaliger Konsum sein. Also ein kleiner Einkaufsladen. Ja, hier ist jetzt auch mal die Rückseite von dem Konsum zu sehen. Aber man sieht, dass hier eigentlich alles zu ist. Na, deswegen gehen wir da nicht rein. Ja, hier ist auch noch so ein altes Trafohäuschen. Das ist aber alles noch in Betrieb, weil in dem Ort leben natürlich auch noch ein paar Menschen. Und auch die Garagen, die sind teilweise schon erneuert worden mit neuen Garagentoren. Ist da ein Zaun dazwischen? Ja. Ja, da kommen noch mehr. Das ist wirklich, das sind Rehe aus dem Wald. Das sagen sich Hase und, wie heißt es? Hase und Fuchs, gute Nacht. Nee, wie heißt es? Marder und Igel. Danke für den Schirm. Hase und Igel sagen sich gute Nacht. Oder? Ja, irgendwie sowas. Obwohl das ja Rehe sind. So, ab jetzt geht es weiter oben am Berg mit dem eigentlichen Geisterort, wobei hier natürlich auch noch Häuser sind, die bewohnt sind. Wir haben jetzt nur gerade so ein bisschen Pech mit dem Wetter. Es ist richtiger Schneeregen. Wir haben jetzt Mitte April. Mal schauen, wir gucken mal, ob es trotzdem interessant wird. Bevor es mit der fußläufigen Erkundung losgeht, gibt es hier ein paar Fakten zum Ort, während ihr die Drohnenaufnahmen seht. Schon im Mittelalter war hier eine vielbefahrene Handels- und Heerstraße vorhanden. Heute ist die Ortschaft ein kleines verstecktes Dörfchen abseits des Trubels. Laut Tourismusseiten bietet der Ort Ruhe und Entspannung pur. Nicht selten sollen dem Spaziergänger oder Wanderer die Tiere des Waldes begegnen. Richtig, denn das haben wir ja bereits an dem Eichhörnchen und der Rehfamilie gesehen. Weiter heißt es, heute finden Sie hier einen lohnenswerten Aussichtspunkt mit Rastplatz. Ein idealer Platz zum Verweilen, tief durchatmen und den Blick entspannt schweifen zu lassen. In der Tat handelt es sich wirklich um einen sehr abgelegenen Ort. Bei der jetzigen als Geisterdorf bezeichneten Siedlung handelt es sich um eine Arbeiterwohnsiedlung. Diese ist in den 50er Jahren entstanden für die Arbeiter eines in der Nähe ansässigen Kalk- und Zementwerkes. Das Kalkwerk, das zum VEB Chemische Werke Buna gehörte, erlebte nach dem Krieg einen Aufschwung. Die Buna-Werke in der DDR benötigten Kalk für die Herstellung von Polyvinylchlorid, kurz PVC, einem der wichtigsten Kunststoffe der DDR-Chemieindustrie. Kalk wurde als Rohstoff für die Chlorherstellung benötigt, welcher wiederum ein Ausgangsstoff für die PVC-Produktion war. Die Buna-Werke betrieben hierfür ein großes Kalkwerk im Harz. Um den dringend benötigten Arbeitern Wohnraum zu schaffen, wurde im Dezember 1953 der Bau der Siedlung beschlossen und zentral in Magdeburg und Potsdam geplant. Von 1955 bis 1965 entstanden in vier Etappen 153 Wohneinheiten. Im Oktober 1956 sind die ersten Siedler in die neuen Wohnhäuser eingezogen.
Es soll sich vor allem um Aussiedler gehandelt haben, die im Krieg aus den ehemals deutschen Gebieten vertrieben wurden und nach dem Krieg in dem erwähnten Kalkwerk Arbeit gefunden haben. Es gab zudem einen großen Sportplatz samt Sportlerheim. Auch wurden Fischteiche angelegt, ein Anglerheim, Spielplätze und Kleingärten waren auch vorhanden. Die Bewohner des Ortes haben auch beim Straßenbau Anfang der 1970er Jahre mit angepackt. Insgesamt scheint der soziale Zusammenhalt sehr groß gewesen zu sein. Vor allem die Anglerfeste, die waren früher wohl ganz groß. Mit dem Ende der DDR verloren viele ihre Arbeit im Kalkwerk. So erstaunt es nicht, dass nach der Wende mehr und mehr Menschen den Ortsteil verließen. Einige Wohnblöcke wurden an einen Investor verkauft und stehen seit 2001 leer. Doch es gibt immer noch drei Vereine im Ort sowie regelmäßige Treffen und Feste, zum Beispiel auch die Jubiläumsfeier der Siedlung. Ein paar der Wohnblöcke sind zudem saniert worden und eindeutig bewohnt. Die Lage an sich ist wirklich traumhaft schön. Wenn man die Kindheit dort verbracht hat, hatte man bestimmt eine gute Zeit. Hinsichtlich der Grundrisse und der Beleuchtung waren die Wohnungen wirklich alles andere als schlecht. Alle Wohnungen waren hell und wirkten trotz ihres Zustandes gemütlich und die meisten hatten auch einen ganz tollen Ausblick. Wenn man nun über das Areal läuft, sieht man überall kleine Nadelbäumchen, die direkt vor den Häusern aufgegangen sind. Sie sehen wirklich aus wie kleine Christbäume. Natürlich muss man bedenken, dass hier früher alles voller Wald war. Dieser ist in der Zwischenzeit abgestorben. Das Waldsterben und zugleich das Vorhandensein der jungen Christbäumchen tragen zur merkwürdigen Stimmung des Ortes bei. Vor allem die Badezimmer bzw. deren ursprüngliche Ausstattung war in vielen Fällen noch gut erhalten bzw. erkennbar. Auch die Herde und Öfen sind in vielen Fällen noch vorhanden. Es ist wirklich erstaunlich. Wie so oft haben sich durch die Feuchtigkeit die Tapeten schon von der Wand gelöst. Junge Birken oder sogar Nadelbäume wachsen einfach so auf den Balkonen. Dennoch können wir uns vorstellen, dass die eigentliche Gebäudesubstanz vermutlich gar nicht so schlecht beieinander ist. Durch die herunterhängenden Tapeten wirken manche Räume wirklich apokalyptisch. Auch die Platten der Deckenverkleidung liegen einfach so auf dem Boden. Jedes der Badezimmer ist ein bisschen anders und hat seinen ganz eigenen Charme vergangener Tage. In dem folgenden Dachzimmer befindet sich hinter den herunterhängenden Tapetenschichten eine kleine Luke für einen Lagerraum direkt unter dem Dach. Der Fensterschmuck hier lässt erahnen, dass dies früher ein Kinderzimmer war.
während hier noch einmal das erste Haus in Ruhe betrachtet wird, ist festzustellen, dass sich das Wetter deutlich gebessert hat. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken, also geht es gleich weiter mit den nächsten Gebäuden. An dieser Stelle ist zu erkennen, dass die Häuser vermutlich nicht, wie ich dachte, aus Beton errichtet wurden, sondern aus Mauerziegeln. Zumindest an den Mauern eben. Auch dies spricht dafür, dass die Grundsubstanz durchaus noch in gutem Zustand ist, beziehungsweise die Häuser sanierungsfähig wären. Vielleicht sind ein paar Hochbauexperten unter euch. Gerne könnt ihr eure Einschätzung dazu einmal in die Kommentare schreiben. Auch im nächsten Haus findet man wieder wunderschöne, helle Wohnungen vor. In der nächsten Wohnung wird es jetzt richtig interessant, denn hier findet man jede Menge alter Zeitungen vor. Neues Deutschland, SED-Zeitung, jetzt alle Kraft den Hackfrüchten. Kenn ich nicht. Der Volksempfänger. Alter, wie alt. Hier auch etwas für uns modebewusste Damen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde solche Zeitungen und Zeitschriften immer so interessant. Hier hätte ich mich noch ewig aufhalten können. Irgendwann wurde es aber hier immer dasselbe. Badezimmer, Reste einer Kücheneinrichtung. Hier anscheinend auch ein alter Nachtspeicherofen. Den Schrecken haben wir jedoch am Ende noch bekommen. Ist das etwa künstliches Licht ganz oben im Dach? Sind wir nicht alleine? Manchmal einfach mutig sein. Es ist nur ein Dachfenster. Auch hier oben findet sich noch eine Wohnung, die besonders schön und hell war. Und auch hier gab es wieder mehrere dieser Kriechräume zum Lagern von Dingen direkt unter dem Dach. Auch weiter oben finden sich noch verlassene Häuser.
Wir treten jedoch den Rückweg an. Das war interessant. Dennoch hoffen wir, dass diese Wohnungen schnellstmöglich saniert werden, denn es ist einfach so schade um die Gebäude. Hier hat bestimmt früher jeder jeden gekannt. Man kann sich richtig vorstellen, wie sich die Leute auf den Balkonen gegenseitig gegrüßt haben, wie die Familien ihre Wäsche vor den Häusern aufgehängt haben und die Kinder dort gespielt haben. Ja, Fazit, also ein richtiges Geisterdorf ist es nicht, weil da eben ein paar der Häuser renoviert wurden. Man könnte vielleicht sagen Geisterstraßenzug, weil es sind ja trotzdem 5 oder 6 Häuser, die leer stehen. Interessant war es auf jeden Fall und ich hoffe, dass es auch für euch interessant war. Und wenn ja, dann lasst gerne ein Like da und abonniert mich. Wenn ihr diese Wohnhäuser interessant fandet, schaut gerne als nächstes unser Video einer verlassenen Steinbruchsiedlung in Franken. Dieser Ort hatte sehr ähnliche Vibes, obwohl er in den alten Bundesländern liegt. Das Video könnt ihr hier direkt anklicken. Das war es mit diesem Video, dann bis zum nächsten Lost Place Video. Tschüss!